Alexandra Popp. Gute Gelegenheit bei Kopp. Aber der geht vorbei. Guter Körpereinsatz hier. Und jetzt der Schuss an den Pfosten. Gut geklärt, das war wichtig. Kessler. Das könnte die Gelegenheit geben. Petermann. Tor für die DFB-Elf. Kessler. Da könnte jetzt die Chance entstehen. Das macht sie ganz souverän und hält diesen Ball. Alexandra Popp. Kein Tor, aber das war knapp. Der ging an den Außenpfosten. Pop, klasse Direktabnahme. Aber leider, muss man fast sagen, kein Tor. Eine ganz... Sarah Nebritz, ein fantastisches Tor. Und ein weiteres Tor und auch das geht in Ordnung. Sie zeigen eine super Leistung heute. Und da zieht sie ab. Da ist sie aufmerksam und hält diesen Ball. Eckball gibt's. Das wird gefährlich. Kyle, da ist das Tor. Super platziert in den Winkel. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Super, wie sie da von der linken Seite den Ball reinbringen. Da bieten sich Mitspielerinnen an. Schmidt, das ist das Tor für Kanada. Und jetzt der Schuss. Das ist das Tor für Deutschland. Und jetzt ist sie dann doch geschlagen. Endlich, werden sie auf der Gegenseite sagen. Endlich der erste Treffer. Petermann, Wahnsinn, sie machen ihn doch noch, den Ausgleich. Sie haben sich ja mit aller Macht gegen diese Niederlage gestemmt, Buschi. Kann man wohl sagen, und sie wurden belohnt mit dem Ausgleich.
super Flanke. Marta, der Kopfball ist drin. Kessler, den hat sie fantastisch gehalten. Über die Torauslinie, Ecke. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Behringer. Was für eine Schlussphase. Jetzt haben sie das Tor doch noch. Der ist noch heiß. Elfmeter. Das ist jetzt die Chance. Damit ist die Partie für sie vorbei. Richtige Entscheidung. Super Flanke. Marta, der Kopfball ist drin. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Das war eine klasse Vorlage hier bei dem Treffer. Starke Szene von beiden. Und damit ist es dann doch passiert. Dabei hat sie bisher alles gehalten, was zu halten war. Aber irgendwann bist du dann eben doch wach. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Behringer, was für eine Schlussphase. Jetzt haben sie das Tor doch noch. Mit der Führung im Rücken tickt die Uhr jetzt für sie runter. Ist noch heiß. Elfmeter, das ist jetzt die Chance. Damit ist die Partie für sie vorbei. Richtige Entscheidung. Raffaele, dieser Treffer wäre jetzt so wichtig gewesen. In der Tat, und das war auch noch so richtig knapp.
Da ist sie durch. Stark gemacht. Es gibt Ecke. Wambeck. Und das ist das Tor für die US-Amerikanerinnen. Das wird gefährlich. O'Hara, da ist das Tor. Der war nicht zu halten, obwohl sie da noch versucht einzugreifen. Wird das jetzt gefährlich? Alexandra Popp, das ist das Tor für Deutschland. Behringer. Und da fällt der Ausgleich. Da kommt der Schuss. Da ist er drin. Und das war er. Der Lucky Punch. Behringer. Petermann. Der ist drin. Sie schaffen tatsächlich noch den Ausgleich. Gößling, da ist das Tor und jetzt liegen sie vorne. Ganz starke Flanke. Leroux. Tor, 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 sie machen es doch noch. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich. Schön, es hat nicht sollen sein. Sie verlieren das Finale und können den Pokal nicht gewinnen. Das ist natürlich bitter, aber sie sind so weit gekommen, darauf können sie schon stolz sein. Wird das jetzt gefährlich? Alexandra Popp, das ist das Tor für Deutschland. Behringer. Und da fällt der Ausgleich. Behringer. Petermann. Der ist drin. Sie schaffen tatsächlich noch den Ausgleich. Schöner Pass.
Gößling, da ist das Tor und jetzt liegen sie vorne. Starke Flanke. Leroux. Tor, Tor, Tor. Sie machen es doch noch. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich noch mal an. Das haben wir von ihr schon häufiger gesehen. Sie bringt die Bälle gefährlich rein. Und auch hier hat sie wieder großen Anteil am Treffer. Eine klasse Aktion. Es hat nicht sollen sein. Sie verlieren das Finale und können den Pokal nicht gewinnen. Das ist natürlich bitter, aber sie sind so weit gekommen, darauf können sie schon stolz sein.